Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um die Beats Solo Pro gehen. Meine Kopfhörer, die ich jetzt schon seit circa 6 Monaten im täglichen Gebrauch habe, da meine AirPods Pro leider kaputt gegangen sind damals. Das war ja da vor meinem Daily Driver und ich werde euch in diesem Video einfach mal zeigen, was mir gut an denen gefallen hat, was mir schlecht an denen gefallen hat und ob es sich noch lohnt, diese Kopfhörer zu kaufen. Also hier habe ich meine Beats Solo Pro in der Farbe Rot und ich habe mich 2023 dafür entschieden, mir die zu holen, weil ich einen sehr guten Preis bekommen habe. Vorweg schon mal, ihr solltet euch diese Kopfhörer nur holen, wenn ihr die für 100 Euro ungefähr bekommt. Früher haben die 300 gekostet, als sie rausgekommen sind, aber jetzt würde ich sie mir nur noch holen, wenn sie ca. 100 oder vielleicht sogar 120 Euro kosten. Also von der Optik ist das natürlich die auffälligste Farbe. Es gibt noch Blau und Schwarz. Die Beats Solo sind On-Ear-Kopfhörer und die Beats Studio sind Over-Ear-Kopfhörer. Also sie sitzen auf dem Ohr und nicht über dem Ohr. Das ist schon mal ein Kritikpunkt, weil das nach einer halben Stunde circa ziemlich doll drückt und die Kopfhörer muss man erstmal 6 Monate benutzen, damit sie wirklich dann auf den Ohren nicht mehr wehtun. Aber selbst dann, bei langen Strecken, tun sie immer noch weh. Ich glaube, das ist bei AirPods Max besser, auch bei den Sonys, dass die halt wirklich für lange Flüge etc. viel besser geeignet sind. Aber die hier, finde ich, sehen auch ganz stylisch aus. Wir haben hier dieses Metallband kombiniert mit Plastik oben, was aber auch sehr solide ist. Also für so ein einfaches Band finde ich das sehr immer noch solide und hat da keine Probleme gemacht. Das Einzige, was so ein bisschen Probleme gemacht hat, sind diese Ohrteile hier, weil die immer so ein bisschen, so ein Quietschen verursacht haben, wenn die sich bewegt haben. Das ist ein Nachteil gewesen, aber beim normalen Tragen fällt das jetzt auch nicht so auf. Ich habe auch Sport mit denen gemacht, das ging auch eigentlich alles fit. Man kann die Kopfhörer einklappen und dann sind die auch sehr kompakt, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass man die so easiness mitnehmen kann. Dazu gibt es auch so ein kleines Case. Ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber den AirPods Max, die ja leider in so einer riesigen Tasche irgendwie mitgetragen werden müssen. Und die hier habe ich jetzt, keine Ahnung, die letzten 3 Monate einfach immer in meinen Schulrucksack reingeworfen. Mit einer dicken Wasserflasche aus Glas, mit diversen Sachen, iPad Pro und so. Und denen hat das eigentlich nicht viel gemacht. Ich weiß, eigentlich sollte man das nicht, aber die haben es auf jeden Fall ausgehalten. Dann zu den Ohrpolstern, die sind auch immer noch relativ gut geblieben, erwarte ich auch nach 6 Monaten nicht, dass die irgendwie kaputt gehen, aber dafür, dass ich die halt so intensiv wirklich benutzt habe, sind die auch wirklich sehr gut. Ein Nachteil ist, dass wir hier an der Unterseite einen Lightning-Port haben und das sehe ich eigentlich nicht mehr so gerne an modernen Kopfhörern. Für mich geht das jetzt klar, weil ich habe AirPods Pro, die haben Lightning. Ich habe ein iPhone, das hat Lightning, immer noch das 11 Pro. Und deswegen stört mich das bei meinen Kopfhörern auch nicht. Also USB-C oder Lightning wäre mir egal gewesen. Dann gibt es noch diesen Knopf hier an der Unterseite, an der linken Seite. Der steuert das Noise Cancelling. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert dafür, dass der aus 2020 ist, der Kopfhörer. Es ist nicht das beste Noise Cancelling, aber ich würde schon sagen, besser als bei den AirPods Pro. Kommt ja auch beides aus dem Hause Apple und ungefähr zur gleichen Zeit erschienen. Deswegen würde ich sagen, Noise Cancelling ist sehr gut. Allerdings ist der Transparenzmodus nicht so gut wie bei den AirPods Pro. Die AirPods Pro denkt man manchmal, man hat die gar nicht auf, wenn man im Transparenzmodus ist. Und das ist wirklich, da habe ich die AirPods Pro für geliebt und die können das nicht so gut. Also man hört immer noch seine Umgebung besser als früher, aber es ist halt nicht so gut wie bei den AirPods Pro zum Beispiel und auch nicht so gut wie bei den AirPods Max oder bei den Sony 5ern. Dann, was gibt es noch zu sagen? Also die Farbe ist natürlich sehr, sehr ausgefallen und wenn man sich für die schwarzen entscheidet, ist man definitiv subtiler unterwegs. Die Soundqualität hingegen ist mittelmäßig. Also Keen Studios würde jetzt sagen, das hört sich scheiße an, aber für mich als normalen Konsumenten macht das keinen großen Unterschied irgendwie. Also ich kann damit solide Musik hören, ich habe damit Spaß, ich habe, keine Ahnung, Filme schon damit geschaut, Musik gehört, Podcasts gehört, den Cidanocast mir reingezogen auf Spotify und da gab es eigentlich gar keine Probleme. Also für mich, ich bin jetzt kein Sound-Enthusiast, aber es ist ein cooler Kopfhörer, gute Musik,
steht Beats an der Seite drauf, wenn einem das was wert ist. Die Verbindung geht super leicht, da man ja durch den Apple, ich glaube W1 oder H1, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, Chip, die super easy wie AirPods auch verbinden kann, tauchen direkt auf. Es sind im Prinzip Apple-Kopfhörer. Wenn man die für 100 Euro findet, dann würde ich euch die definitiv empfehlen. Für Leute, die jetzt nicht so sound-enthusiastisch sind, aber halt ein technisch gutes Produkt haben wollen, müsst ihr halt auch mehr ausgeben für zum Beispiel Sonys oder AirPods Max, dann dementsprechend das Fünffache oder das Vierfache für den Preis. Also ich würde es nicht mehr für 150 machen, ich würde es nicht mehr für 300 machen, ich würde es für 100 Euro machen und dann bekommt man auf jeden Fall sehr gute Kopfhörer. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu den Solo Pros von Beats sagen kann. Ich bin zufrieden mit den Kopfhörern und ich werde sie noch weiter benutzen für Sport, für normal Freizeit und sowas. Eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, man hört die aber ziemlich laut von außen. Also wenn ich die jetzt aufhab, dann ist es nicht so privat wie bei den AirPods Pro, sondern die Leute hören vielleicht so ein bisschen, wenn sie direkt neben euch sitzen, was derjenige in der Sprachnachricht sagt oder was eure Musik gerade ist. Also das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch mehr Technik interessiert, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Video.